In diesem Mastery-Video werden wir uns mit einer sehr spannenden Aufgabe beschäftigen. Wir ne werden nämlich versuchen, den Umkreisradius R eines Quadrats mit Seitenlänge a nur durch die Seitenlänge a zu ermitteln. Und dazu würde ich mal bitten, dass du als erstes eine Skizze anfertigst. Und in dieser Skizze sollte sowohl das Quadrat als auch den Umkreis und auch die Diagonalen des Quadrats eingezeichnet sein. Drück hierfür auf Pause. Ich habe auch eine Skizze gemacht und bei mir sieht sie wie folgt aus. Den Umkreisradius habe ich in rosa eingezeichnet und sonst das Quadrat und seine Diagonalen in schwarz. Jetzt wollen wir aber mal ein rechtwinkliges Dreieck in dieser Skizze identifizieren. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck soll der Umkreisradius R als Seitenlänge vorkommen. Außerdem überleg dir dann, wie lang die einzelnen Seitenlängen dieses Dreiecks sind. Als kleiner Tipp, es gibt nicht nur eine mögliche Lösung. Drück hierfür wieder auf Pause. Ich habe drei herausgenommen, nämlich einmal diese hier. Das rechtwinklige Dreieck siehst du stark hervorgehoben. Die Hypotenuse ist hier der Umkreisradius R und die Katheten sind beide a halbe lang. Dann gäbe es auch noch folgende Möglichkeit. Da wäre die Hypotenuse nun a, also die Seitenlänge des Quadrats, und die Katheten wären jetzt der Umkreisradius R. Und als dritte Möglichkeit gäbe es folgende. Hier ist zwar der Umkreisradius R nicht genau die Seitenlänge, aber das Doppelte von ihm ist die Seitenlänge des rechtwinkligen Dreiecks. Und zwar ist das ist 2 mal R die Hypotenuse dieses rechtwinkligen Dreiecks. Falls du eine dieser Lösungen auch entdeckt hast, sehr gut. Wenn nicht, dann zeichne dir am besten alle drei ab, damit du im nächsten Schritt gut damit arbeiten kannst. Nämlich, wir wollen jetzt den Satz von Pythagoras auf jedes dieser identifizierten rechtwinkligen Dreiecke anwenden. Das heißt, versuche sowohl beim ersten, als auch beim zweiten, als auch beim dritten rechtwinkligen Dreieck, welches wir vorher gerade identifiziert haben, den Satz von Pythagoras anzuwenden. Drück hierfür wieder auf Pause. Beim ersten rechtwinkligen Dreieck ist ja R unsere Hypotenuse und a halbe ist die Länge der Katheten. Das heißt, wir erhalten a halbe in Klammer Quadrat plus a halbe in Klammer Quadrat ist gleich R Quadrat. Da ja der Satz von Pythagoras war, die Summe der Quadrate der Katheten ist gleich das Quadrat der Hypotenuse. Bei unserem zweiten rechtwinkligen Dreieck erhalten wir dann R Quadrat plus R Quadrat gleich a Quadrat, da eben hier a die Hypotenuse ist und R die Kathetenlänge ist. Und bei unserem dritten rechtwinkligen Dreieck, da erhalten wir a Quadrat plus a Quadrat gleich 2 mal R in Klammer Quadrat, da eben die Hypotenuse 2R lang ist und die Katheten a lang sind. Nun wollen wir eben einen möglichst einfachen Ausdruck für den Umkreisradius R ermitteln. Versuche das wieder bei jedem dieser drei möglichen Fälle. Drück dazu auf Pause. Beim ersten Fall, also beim ersten rechtwinkligen Dreieck, können wir das folgendermaßen umformen. Zuerst erhalten wir für a halbe in Klammer Quadrat a Quadrat Viertel plus a Quadrat Viertel eben und das ist dann wieder r Quadrat. Das heißt, wir können jetzt die Summe ausrechnen. Wir erhalten somit a Quadrat halbe und jetzt haben wir auch gleich die Seiten vertauscht. Jetzt müssen wir nur noch die Wurzel ziehen und erhalten dann r gleich a dividiert durch Wurzel 2. Und für unser zweites rechtwinkliges Dreieck erhalten wir dann
2r² ist gleich a². Dann können wir durch 2 dividieren und erhalten r² gleich a² halbe. Und wir ziehen wieder die Wurzel. Das heißt, wir haben r gleich a dividiert durch Wurzel 2. Zum Glück kommt jetzt dasselbe raus wie beim ersten rechtwinkligen Dreieck. Denn sonst müsste schon etwas falsch gewesen sein, da ja der Umkreisradius bei beiden die gleiche Länge haben muss. Auch beim dritten Fall sollte somit r gleich a dividiert durch Wurzel 2 rauskommen. Aber schauen wir es uns genau an. Wir können wieder die a² zusammenfassen, dann erhalten wir 2a² und auf der rechten Seite potenzieren wir 2r. Das heißt, wir erhalten dann 4r². Nun können wir dividieren und wieder die Seiten vertauschen und erhalten somit r² gleich a² halbe. Und zum Glück kommt wieder für r a dividiert durch Wurzel 2 heraus. Das heißt, wir haben gesehen, wir können den Umkreisradius r bei einem Quadrat mit Seitenlänge a einfach durch die Seitenlänge des Quadrats ermitteln. Eine abschließende Frage hätte ich aber noch an dich. Was denkst du ist größer, r oder a? Drück hierfür auf Pause und überlege es dir kurz. Genau, r ist größer, da eben a durch eine Zahl dividiert wird, die größer als 1 ist, nämlich Wurzel 2 ist ca. 1,4 und so weiter. Das heißt, r muss größer sein als a. Ich hoffe, in diesem Video hast du viel gelernt, nämlich das Anwenden des Satzes von Pythagoras, auch auf etwas schwierigere Aufgaben. Bis zum nächsten Video.